Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und die Legende vom Eon-Tor. Ja, beim letzten Mal haben wir den Glimmerliner betreten, haben ein schädliches Verbrechen aufgeklärt und wollen uns jetzt mal ein Autogramm vom Zugführer besorgen. Also bin ich beeindruckt, wie schnell die Flecken von der Kartoffelsuppe aus dem Teppich gekriegt haben. Aber vielleicht ist das auch kein Teppich, sondern PVC. Das ist schwer zu sagen. Ich habe es mir bis jetzt immer für Teppich gehalten. Ich bleibe einfach dabei, dass es Teppich ist. Ab hier natürlich nicht mehr, aber vorher. Ey. Ein Autogramm von mir? Von den kleinen Bronzmut? Na, natürlich. Also. Ja, ein Lokfü-Auto erhalten. Schönes Wort. Ein Autogramm von Lokführer des Glimmerliners. Wie rührend. Er ist der kleine Autogramm von mir will. Ja, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Okay. Damit kehren wir dann natürlich wieder den ganzen Weg zu Abteil 8, ist es, glaube ich, zurück. Damit der kleine Bronzmut denn dann auch sein Autogramm haben kann. Vorbei an allen anderen schönen Abteilen. Ab durch die Küche oder den Speise... Waggon. So viel hin und her gelaufen. Oh, da haben wir es endlich geschafft. So. Hier. Kannst du mir bringen, was ich mir wünsche? Hier ist ein Lokführauto. Bingo, das hast du erraten. Du bist ein Superdetektiv. Und das hier ist für dich, wie versprochen. Ja, yeah, eine Insignie. Okay, wo hast du eine Insignie her? Vielen Dank für das Autogramm. Ich werde gut darauf aufpassen. Okay. Und damit haben wir es anscheinend nochmal später gemacht. Ja, es ist Nacht. Hallo Mario. Eine seltsame Sache ist mir gerade wieder eingefallen. Von den Decken, die ich an die Passagiere verteilt habe, fehlt eine. Ich habe dann meine eigene Decke abgegeben. Aber eigentlich bin ich ganz sicher, dass ich richtig gezählt hatte. Es könnte also sein, dass sich jemand ohne Fahrkarte im Zug befindet. Vielleicht ist das ja auch derjenige, der den Drohbrief geschrieben hat. Wenn du ihn nicht findest, muss ich heute ohne Decke ins Bett gehen. Also bitte, find den blinden Passagier und find meine Decke. Okay. Ja, wirklich? Vielen Dank. Ich bin hier, falls du noch Fragen hast. Viel Glück. Ja, okay. Wie sieht's hier aus? Habt ihr einen blinden Passagier gesehen? Was ist eigentlich ein Detektiv? Okay, das ist mir zu blöd zu erklären, können die Eltern tun. Wie sieht's hier aus? Hast du einen blinden Passagier gesehen? Heute werde ich nochmal den Unterlagen sortieren. Aber ab morgen lasse ich es mir gut gehen. Verstehe mich also bitte nicht. Okay. Eine hart arbeitende Ratte. Oh, wie sieht's aus? So. Es gibt also einen blinden Passagier. Das war eine Decke zu wenig. Also handelt es sich nur um eine Person, oder? Das würde die Familie aus Abteil 8 zunächst entlasten. Na, soweit meine professionellen Hinweise. Den Rest muss er schon alleine schaffen. Na, nicht, dass ich nicht mehr wüsste. Nein, wirklich. Na, wenn es tatsächlich einen blinden Passagier gibt, dann ist das unser Täter. Ich meine, nicht unbedingt. Es kann auch jemand ohne Fahrkarte mitfahren, ohne dass er den kompletten Zug in die Luft jagen will. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach, der arme Tod, 24 Stunden im Laden. Ja, also dann, ich muss mich in Vorbereitung für morgen würzen. Nein, ich muss mich in die Vorbereitung stürzen. Ja. Herzlich willkommen. Stern. Ah, du bist es. Bitte finde die Muschelohrstecker. Stern. Ja. Ich bin ja dabei. Also sie zu suchen. Nicht sie zu finden. Wobei es irgendwie dasselbe ist. So, wir haben hier immer noch das eine leere Abteil. Und wir haben nicht wirklich jemanden, der hier reingehört. Okay. Müssen wir überlegen, was wir damit machen. Da haben wir hier noch Abteil 3. Hast du einen blinden Passagier gesehen? Vorhin habe ich Geräusche aus dem leeren Abteil neben mir gehört.
Ja, ich bin rübergegangen. Ja, aber es war niemand da. Ich bin also hier zurück und prompt habe ich wieder etwas gehört. Könntest du vielleicht im Nachbarabteil nachschauen? Aha. Das klingt verdächtig. Dann schauen wir doch mal. Hat sich jemand unterm Bett versteckt? Sieht nicht so aus. Im Schrank? Nein. Am Fenster können wir auch nichts machen. Wenn sich jemand nur zeigt, wenn niemand da ist, dann tun wir doch einfach so, als wären wir nicht da. Ich weiß nicht, wie irgendjemand darauf reinfallen würde. Aber anscheinend hat es funktioniert. Ich meine, wir standen mitten im Raum und sind einfach gegangen. Angeblich. Zack. Hey, Geist. Ihr habt mich entlarvt. Ihr seht es also. Ich bin ein Geist. Geister. Verdammt, auf dieser Erde zu wandeln. Eine Decke? Ja, der Zugbegleiter hat tatsächlich eine gebracht. Er hat gar nicht bemerkt, dass ich ein Geist bin. Ein Drohbrief? Nein, davon weiß ich nichts. Ich könnte nicht mal einen Stift halten, da ich körperlos bin. Was? Ich soll die Decke zurückgeben? Wenn du mir eine Bitte erfüllst, gebe ich sie dir. Willst du? Ich wünsche mir dein Leben. Ja, das war natürlich nur ein Witz. Cool, cooler Witz. Also, vor langer Zeit habe ich in diesem Abteil mein Leben ausgehaucht. Okay, und das hat keiner bemerkt. Oder? Mein Koffer befindet sich immer noch im Gepäckwagen. Wow, was ein Service. In dem Koffer ist ein Tagebuch, das ich schon seit meiner Kindheit geführt habe. Ich kann diese Welt nicht verlassen, aus Sorge, dass es jemand lesen könnte. Da ich nicht aus diesem Zimmer komme, bitte ich dich, mir das Tagebuch zu holen. Wenn du es mir bringst, sollst du die Decke zurückbekommen. Was willst du überhaupt mit der Decke? Du bist Geist. Du darfst es auf keinen Fall lesen, wenn du es liest. Schreckliches wird da mit dir geschehen. Okay, ich nehme das mal als Drohung. Dann wollen wir noch mal zum Gepäckwagen, ne? Der ist in der Regel ganz hinten im Zug. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwie an seinen Koffer rankommen und sein Tagebuch finden können. Schauen wir mal, ne? Tap, 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 tap. Hey! Hast du was gefunden? Was? Ein Geist! Und er gibt dir die Decke, wenn du sein Tagebuch zum Gepäckwagen holst? Gut. Dann geh hinein. Ja, dann gehen wir doch mal hinein. Willkommen im Gepäckwagen. Gibt's hier irgendwas Cooles zu holen? Oder was ich gerade zerschlagen kann oder so? Anscheinend nein. Mehr Kisten und noch mehr Kisten. Ha, hier kann ich dazwischen gehen. Hier haben wir ein paar Flaschen. Ich habe das Gefühl, das müssen wir da raufspringen können von hier aus. Aber anscheinend kommen wir so eben nicht da oben rauf. Dreist. Dann werden wir wohl einmal hier hintersuchen müssen. Flup. Oh, hier war ein Tagebuch erhalten. Ein altes Tagebuch des Geistes. Lesen verboten! Okay. Jip. Dann gehen wir wohl erstmal, ne? Und sind dann froh, dass wir ein Tagebuch gefunden haben und können es dann nach Abteil 4 zurückbringen. Na, hast du es gefunden? Ja, zum Glück. Na, ich kann leider nicht hier weg. Bitte Mario, bring mir meine Decke wieder. Aber ich werde zu gern wissen, was in dem Tagebuch steht. Okay, soll ich es dir vorlesen? Tagebuch. Lesen verboten. Willst du das Tagebuch lesen? Ja. Du wirst vielleicht verlucht. Willst du es wirklich lesen?
Ja? Du solltest es lassen. Schreckliches wird passieren, wenn du es... willst du es wirklich lesen? Ja? Montag. Ein bewölkter Tag. Heute bin ich in den Zug gestiegen. In diesen Zug? Uah, du hast es gelesen. Ich habe dich gewarnt. Solchen wie dir ist nicht zu helfen. Game over. Ja, der Geist bringt einen tatsächlich einfach um, wenn man das Tagebuch liest. Und von daher würde ich sagen, sehe ich euch jetzt gleich mal wieder, wenn ich mir das Tagebuch wieder besorgt habe. Denn wir müssen das Ganze jetzt nicht nochmal machen. Ich wollte nur einmal gezeigt haben, dass man tatsächlich einfach dafür drauf geht, das Tagebuch zu lesen. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder. Ja, das Tagebuch haben wir wieder abgeholt. Und dann wollen wir es jetzt auch tatsächlich mal überbringen, ohne es zu lesen. Wir wollen diesmal nicht so fies und gemein sein, einfach in die privaten Angelegenheiten anderer Leute reinzuschnuppern. Jetzt müsste Mario es nur schaffen, eine Tür zu öffnen, ohne davor erstmal auf den Boden zu springen. Ist ganz wichtig, dass er das mal hinkriegt. So, hi Geist, wie geht's? Hast du mein Tagebuch gefunden? Ja, hier. Wirklich, mein Tagebuch. Du sollst die Decke haben, wie versprochen. Eine Decke halten, die Decke des Supergleiters. Ohne sie ist es sehr kalt. Gut, dass du es nicht gelesen hast. Wenn du es gelesen hättest, wäre etwas Schreckliches mit dir passiert. Ja, ist wirklich gut, dass ich es nicht gelesen habe. Ahem. Nun kann ich beruhigt von dannen gehen. Ich danke dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass gut auf dich auf. Oh, und da geht er gen Himmel. Oder auch nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Okay. Ich war so lange in diesem Abteil, dass ich Gefallen daran gefunden habe. Deshalb werde ich noch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wann immer ich will. Okay. Hauptsache, er hat Spaß. Oh, jetzt wollen wir noch dem Zugbegleiter seine Decke bringen. Ja, das ist wieder einmal das spielumfassende Backtracking. Wie oft wir jetzt schon rechts und links zu diesem blöden Zug gelaufen sind. Und es wird noch ein paar Mal mehr. So, hier. Ja, Mario, wie war's? Hier hast du deine Decke wieder. Ha, so vielen Dank. Dann werde ich die Nachtwache durchhalten. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Drohbriefs. Na, übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Ein Pilz erhalten. Cool. Na, abgesehen davon, es ist schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen? Dann mach dir keine Sorgen. Soll etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Schließlich bin ich ein sehr erfahrener Zugbegleiter. Okay. Da bin ich aber froh, dass wir einen sehr erfahrenen Zugbegleiter dabei haben. Allerdings ist der Pilz ein bisschen knauserig gewesen. Und Sternsplitter wäre, glaube ich, schon drin gewesen. Oh mein Gott, der Shop ist geschlossen. Hart. Das ist echt hart. Gut, wenn der Shop schon zu hat, dann wird es wohl wirklich Zeit für uns schlafen zu gehen. RIP. Überlass das weitere im Zugbegleiter, Bomber. Und wir hauen uns für ein paar Stunden aufs Ohr, okay? Ja, wir verlassen uns mal darauf, dass der Zugbegleiter den Untergang des Zuges abwenden kann. Möchtest du für heute schlafen gehen? Machen wir mal, ne? Wird mal Zeit für eine Runde Schlaf. Zweiter Reisetag. Aha! Unsere BP sind wieder da. So, dann schauen wir doch direkt mal beim Zugbegleiter vorbei. Ob der irgendwelche neuen Informationen hat. Erstmal meine Mail erhalten. Das ist noch viel wichtiger. Was gibt's denn in der Mail? Red, Ausgabe 5! Wunderbar. Red, Ausgabe 5.
Rolling heute. Gut informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wahrsagerin, mehr lieblich, 25, heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die haben ein Krankenhaus in Rohlingen? Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte mehr lieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Badumts. Shopping-Detektiv. Heute stellen wir vor, den kleinen Laden auf der Isla Corsaria. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diesen von Rohlingen auf die unbewohnte Insel, um hier im Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte was tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist? Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzestes Lächeln und gab zu Protokoll, wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezepte-Ecke. Auch heute wieder, kochen für Fortgeschrittene. Und auf dem Speiseplan steht Peach-Torte. Alles, was man braucht, ist Backmischung und ein Pfirsich. Passt ideal zur Teestunde am Nachmittag. Zum Schluss. Beliebtester Newsletter von Rohlingen. Red. Freue ich auf die nächste Mail. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. Ich bin allerdings auch nicht sicher, ob es noch einen anderen Newsletter gibt, der beliebter sein könnte als Red. Aber hey, sie haben offensichtlich den Preis des beliebtesten gewonnen. Platz 1 von 1 belegt. Glückwunsch. Kann auch nicht jeder. Oh, und dann schauen wir doch mal vorbei. Hey, hast du irgendwelche Informationen? Na, hallo Mario. Keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht? Dann heute werden wir am Bahnhof Tulpenbach halten. Voraussichtlich gegen Abend. Okay, das klingt gut. Dann schauen wir mal bei unserem Detektivkollegen vorbei. Oho. Hier scheint es Probleme zu geben. Ganz viele Punkte. Ich kann auch nicht mit einem von denen reden. Hallo Luigi. Du kommst gerade recht. Ein neuer Fall. Also, erkläre Luigi noch einmal, was geschehen ist. Als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin waren wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Beruhige dich erstmal. Das wird sich schon klären. Überlass das nur Luigi. Aber du bist der Meisterdetektiv, Ping, oder nicht? Warum muss ich für die ganze Arbeit machen? Also gut. Ja, also, unser neues Produkt, der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt, kann er Tote zum Leben erwecken. Wenn man diesen Sirup mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, dann gibt es eine gewaltige Explosion. Wer stellt sowas her? Also, entweder belebt es die Toten wieder oder es ist eine Nuklearwaffe. Eins von beiden. Such's dir aus. So gewaltig, dass diesen Zug in alle Winde zerstreuen würde. Nicht auszudenken, wenn er in falsche Hände geräte. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos. Es hat also jemand diesen Koffer gestohlen. Ich erinnere mich, dass der Koffer gestern noch da war. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, ihr Täter muss doch immer hier im Zug sein. Cool, na, sinnvolle Schlussfolgerung. So muss es sein. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Den beiden ist auch etwas im Zug abhanden gekommen. Die Kellnerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren. Und die Dame, brillant, einen goldenen Ring. Luigi, der Dieb scheint zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser eines Drohbriefes ist. Also, Luigi, du solltest den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, steht uns Fürchterliches bevor. Ja, hast du eine Idee? Also, Luigi, du solltest den Täter schnellstens finden. Ja. Oh je, Mini. Na, wenn wirklich alles weg ist, werde ich gefeuert. Ja, welch großes Problem. Für uns alle.
Okay, also dann ist das Abteil von der Ratte wahrscheinlich immer noch leer. Schauen wir mal bei den Bonbons vorbei. Habt ihr irgendwelche Ideen? Na, guten Morgen. Aufs Autogramm werde ich gut aufpassen. Cool. Na, guten Morgen, Mama. Dieser Streit gestern wegen Bronzmut. Das ist mir ja so peinlich. Na, seit gestern hat Bronzmut viel bessere Laune. Sicherlich hat er ein positives Erlebnis. Hast du schon mal überlegt, ihn zu fragen, warum er gute Laune hat? Ich weiß, es ist ein unfassbares Konzept, mit seinem Kind zu reden, aber ich meine, ne? Nee, dies ist der Gepäckwagen. Verzeihung, aber Passagiere haben hier keinen Zutritt. Ich weiß, dass es der Gepäckwagen ist, Kollege. Ich war da schon drin. Okay, also in diesem Zugteil scheint nichts zu sein, in dem Waggon. Schauen wir mal hier. Du bist doch bestimmt der Übeltäter. Ach, guten Morgen. Ist nicht ein wunderschöner Morgen? Nach heute werde ich wieder etwas Feines kochen. Lalalala. Okay. Dir ist was gestohlen worden, du bist es wahrscheinlich nicht. Guten Morgen. Was ist eigentlich mit meinen Ohrsteckern? Sei nicht so über... Ach, meine Güte. So überstürzt. Und so hektisch. Leute wollen, dass ich ihre Probleme sofort löse. Bei uns ist nichts, weil ich weiß, der Geist ja irgendwas. Geist? Bist du da? Muss ich dich erst wieder erscheinen lassen? Oder kommst du tagsüber nicht raus, weil du ein Geist bist? Na, er ist da. Okay. Na, guten Morgen. Was für ein herrliches Wetter heute. So ein Tag beschwingt Körper und Geist. Uah! Okay, der hat also auch nichts Wichtiges zu sagen. Wie sieht's mit... Wie heißt du eigentlich? Gumbrina, erkläre. Dieser Tod heißt Mampfti. Kannst du dir denken, warum er so heißt? Gumbrina? Sei nicht fies. Sein Lieblingsplatz in diesem Zug ist der Speisewagen. Ja, offensichtlich. Meine Güte. Oh, guten Morgen, Mario. Hat der Speisewagen schon geöffnet? Ich habe mich gestern hinreißen lassen, diesen Suppentopf zu stehlen, aber... Ja, jetzt sind der Koch und ich gute Freunde geworden. Ja, was für eine schicksalhafte Begegnung. Ja, wirklich. Schicksalhaft. Oder so. Aber wie immer hat Gumbrina nichts Intelligentes beizusteuern. Man könnte ja hoffen, aber nein. Von der Dame hier ist auch was gestohlen worden. Das heißt, sie ist auch wahrscheinlich nicht derjenige, den wir suchen. Na, guten Morgen, mein kühner Kavalier. Und, hast du meinen goldenen Ring schon gefunden? Ich bin ganz sicher, dass du ihn finden kannst. Ja, ich bin mir auch sicher. Schließlich wollen wir nicht in die Luft gejagt werden. Oh, damit haben wir nur noch Starty. Start. Die Unterlagen erhalten. Schwer zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Okay. Hier ist weiterhin immer nur noch ein Foto und ein Handspiegel drin. Aber dass die Unterlagen da waren, ist schon verdächtig. Aber dann sollten wir mal der Ratte seine Unterlagen wiederbringen. Wird der gute Ratterich wohl gebrauchen können. Dafür sollten wir uns unseren fahrbaren Untersatz wieder rausholen, damit wir schneller unterwegs sind. Oh, aber ich würde sagen, bevor wir die Unterlagen zur Ratte zurückbringen, machen wir nochmal eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht am Zwischenstopp ankommen und dort sicherlich auch alles einwandfrei laufen wird. Bis dahin. Aloha.